Ja, und in unserem Tagesgespräch begrüße ich jetzt Katharina Dröge. Sie ist die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen. Und wir möchten sprechen über das Gutachten der Wirtschaftsweisen, das diese heute an die Bundesregierung übergeben. Rausgekommen ist schon vorab, dass der Wirtschaftseinbruch weniger stark ist als vermutet. Wahrscheinlich nur 5,1%. Die Bundesregierung hatte von 5,5% gesprochen. Frau Dröge, zu welcher Zahl neigen Sie? Zu der optimistischen oder zu der pessimistischeren? Das ist jetzt schwer zu sagen. Fest steht, wir sind in einer schweren Wirtschaftskrise, aber alle Experten sagen uns auch, sie ist weniger schwer als noch vor wenigen Monaten befürchtet. Das ist erstmal eine einigermaßen gute Nachricht in dieser schwierigen Zeit. Auf der anderen Seite steht aber auch fest, dass Branchen sehr unterschiedlich hart betroffen sind. Und das ist das große Problem, vor dem wir jetzt stehen. Die Gastronomie, die Kultur, die Veranstaltungsbranche, die stehen vor einem sehr, sehr schwierigen Winter. Und da müssen wir als Politik unser Augenmerk drauf richten. Die Wirtschaftsweisen haben der Bundesregierung rasches und entschlossenes Handeln bescheinigt. Stimmen Sie dazu? Also erstmal war es richtig, dass die Bundesregierung im Frühling gesagt hat, wir tun alles, um der Wirtschaft zu helfen. Das haben wir Grünen auch unterstützt. Man muss allerdings sagen, über den Sommer sind bei uns Fragezeichen entstanden, ob sie wirklich ihr Bestmögliches tun. Ein Beispiel dafür sind die Solo-Selbstständigen, die keine Betriebskosten haben. Die werden von der Bundesregierung im Regen stehen gelassen. Wir fordern seit langem einen Unternehmerlohn, mit dem die Solo-Selbstständigen auch ihre Existenz sichern können. Da bewegt sich die Bundesregierung nicht und deswegen sind sehr, sehr viele Solo-Selbstständige in einer extrem prekären Situation. Da hätte die Bundesregierung mehr tun müssen. Aber für die Solo-Selbstständigen gab es doch auch die Corona-Soforthilfe. Ja, und da wurde die Hoffnung erweckt, dass die Corona-Soforthilfe dann auch für alle gilt. Das Problem ist nur, die Corona-Soforthilfe gilt alleine für Betriebskosten. Aber wenn ich ein freier Fotograf bin, habe ich vielleicht keine Räume, die ich gemietet habe. Oder wenn ich eine Schauspielerin bin, die für Aufträge gebucht wird, habe ich vielleicht keine fixen Betriebskosten. Und diese Leute brauchen auch Hilfe. Und deswegen wäre es so wichtig gewesen, aus den Soforthilfen auch den eigenen Lebensunterhalt zahlen zu können. Blicken wir noch mal aufs große Ganze. Die Weisen fordern, Firmen steuerlich zu entlasten. Was sagen Sie dazu? Also wir haben den Vorschlag gemacht, den Verlustrücktrag auszuweiten, um noch mal die Liquidität von Unternehmen in der Krise zu unterstützen. Auf der anderen Seite hat aus meiner Sicht gezeigt, dass die Mehrwertsteuersenkung, die ja eigentlich noch mal als Push für den privaten Konsum gedacht war und zum Teil auch als Entlastung für die Unternehmen, nicht die erwünschte Wirkung in Gänze gezeigt hat. Wir hatten da als grüne Bundestagsfraktion einen Alternativvorschlag. Wir hätten gesagt, Kauf-vor-Ort-Gutscheine, die dann nur im lokalen Handel eingelöst werden könnten, wären das zielgenauere und sozial gerechtere Instrument gewesen. Das ist ja trotz allem jetzt, Sie haben sicherlich recht mit den Branchen, die da wahnsinnig stark betroffen sind. Aber trotz allem sind die Nachrichten von heute ja eigentlich gute Nachrichten, weil heißt Wirtschaftseinbruch nicht so stark wie befürchtet. Können, wenn wir noch mal einen Schritt weiter gucken, vielleicht auf nächstes Jahr, kann es sein, dass wir da die Krise schon überstanden haben werden? Sind Sie da optimistisch? Also ich befürchte, dass wir auch noch im nächsten Jahr mit dieser Krise leben werden müssen. Und das heißt, dass wir auch für die Wirtschaft, auch fürs nächste Jahr Antworten geben müssen. Und das ist aus meiner Sicht eine große Schwäche von Peter Altmaier als Wirtschaftsminister, dass er immer nur bis zum nächsten Monat schaut. Die Unternehmen, insbesondere in der Kultur- und Eventbranche, brauchen aber eine Zuverlässigkeit, dass die Bundesregierung hilft, solange die Krise dauert. Und deswegen fordern wir einen Stufenplan, der klar und vorab kommuniziert, was passiert, bei welcher Corona-Ansteckung lokal und welche Hilfen greifen dann auch sofort, wenn diese Ansteckungszahlen erreicht werden. Diese Zuverlässigkeit würde den Unternehmen aus meiner Sicht tatsächlich helfen, dann einigermaßen positiv ins nächste Jahr schauen zu können. Was ja auch helfen würde, wäre, wenn die Pandemie sich weiter eindämmen ließe. Glauben Sie, dass wir da jetzt wirtschaftlich gesehen an der Grenze sind? Oder können Sie sich vorstellen, dass man doch noch wegen der Infektionszahlen dazu kommen muss, weitere Betriebe zu schließen, also weitere Läden, Einzelhandelsläden und so weiter, um da Kontakte zu vermeiden?
Also ich hoffe wirklich, dass das nicht passieren muss. Und ich glaube, wenn man so einen Stufenplan verfolgen würde, der regional beispielsweise sagt schon, ab einer Inzidenz von 35 werden Kontaktbeschränkungen erlassen, dann könnte man die Ausschreitung der Infektionszahlen auch so weit in den Griff bekommen, dass weitere Firmenschließungen nicht notwendig sind. Und das Zweite ist, dass die Bundesregierung auch durch wissenschaftliche Studien noch mal zielgenauer schauen könnte, wo stecken sich die Leute eigentlich wirklich an. Und das würde uns auch helfen, Maßnahmen zu treffen, die dann auf der einen Seite die Pandemie eindämmen, aber auf der anderen Seite auch nicht zu viele Betriebe schließen, die man vielleicht nicht schließen muss. Wenn man diesen Weg geht und dann noch Corona-Schnelltests zielgerichtet einsetzt, um bestimmte besondere Risikobereiche auch zu schützen, dann könnte man aus meiner Sicht einen verantwortungsvollen Weg finden, der der Wirtschaft Perspektiven gibt und die Pandemie eindämmt. Vielen Dank. Katharina Dröge war das, die wirtschaftspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen.